Ja, die Frage war eben denn, oh, sagen wir mal, was Sie, also du, der Nationalmannschaft geben könntest. Hm? Ja, singen, ich könnte singen beibringen. Ich habe ja viele Titel jetzt gesungen auf meiner neuen CD. Hm. Fußball ist unser Leben. Mhm. Samba de Janeiro, Buenos Dias, Argentina. Nee, stopp. Wir fahren nach Frankreich. Ja, das ist Frankreich. Ganz wichtig, ja. Nicht Argentinien. So, deswegen sitzt ja du auch jetzt hier, eben, weil du natürlich eben dann auch die ein bisschen musikalisch anpeitschen sollst. Ja, ja, ja. Ja, aber was hättest du da für Lieder im Repertoire? Hm? Buenos Dias, Argentina, Fußball ist unser Leben. Mhm. Mal, ist dieses eine auch mit da drauf, dieses 74, 34, 15, 19, 11? Das von Sportfreunde Stiller. Ja, richtig. Das ist auch mit drauf, ja. Dieses 47, 11, 0815. 47, 11, ja. Ja, klar, super. Ja. Das gefällt mir am besten. Ja. 0815. Können Sie mal eine kleine Kostprobe eben dann auch hier für die Herren von der Pichonalie, dass ich mal vielleicht eben dann einfach Buenos Dias, Argentina mal ganz kurz eben den anziehen. Herr Bundestrainer, könnten Sie jetzt einen Hackentrick machen? Ja. Wenn es so weiter ist, kriegst du von mir die Arschkarte. Und so heißt nämlich meine neue CD. Ja, jetzt hat er mich wieder geduzt. Und bevor es hier weitergeht, Schluss, das war's, aus mit der Pressekonferenz. Nee, also so muss ich ganz ehrlich sagen, hast keinen Stammplatz. Ist mir wurscht. Ist dir wurscht? Mit Oliver die rote Karte ist dir wurscht? Ich bin eben dann, sagen wir mal, immer mal auch mal ein bisschen sauer. Junge, jetzt hast du die Arschkarte gezogen.